Hier, Leben Wrestling. WWE-Releases gehen weiter. Das berichtet Sean Ross Sapp. So habe die Company Alexander Wolf, Jessamyn Duke, Vanessa Vaughn, Skylar Story, Ezra Judge und die Ringrichter Jake Clemens und Drake Wirtz entlassen. Wirtz machte in letzter Zeit immer wieder Negativschlagzeilen. So soll er Fightful Select zufolge während einer Rede von Triple H über die Black Lives Matter-Bewegung aus dem Raum gestürmt sein, als die Inklusion von Religionen zur Sprache kam. Außerdem soll er die Verschwörungstheorien der Gruppe QAnon geteilt haben und mehrmals verwarnt worden sein, seine Maske zu tragen. Laut dem PW Insider waren die Entlassungen seit 3 Wochen geplant. Update zu Status von Daniel Bryan. Daniel Bryans Vertrag bei WWE ist ausgelaufen. Somit ist der frühere WWE-Champion momentan ein Free Agent. Laut Dave Meltzer wissen nur sehr wenige Leute, wie es mit Bryan weitergeht. Meltzer ist keiner davon. Will Ospreay gibt New Japan Pro Wrestling World Heavyweight Titel ab. Das erklärte die Promotion in einem Statement. Der Grund dafür ist eine Nackenverletzung, die sich der Brite während der 2. Nacht vom Wrestling Dontaku zuzog. Wann genau Ospreay zurückkehren kann und was jetzt mit dem Titel passiert, ist momentan noch unklar. Neue AEW Show. Ab Januar 2022 wird AEW Dynamite nicht mehr auf TNT, sondern auf TBS ausgestrahlt werden. Das gab Warner Media in einem Statement bekannt. Außerdem debütiert am Freitag, den 13. August, auf TNT eine neue einstündige Show namens AEW Rampage. Auch diese Show wird 2022 zu TBS wechseln. Laut Tony Khan soll sie dieselbe Bedeutung haben wie Dynamite. TNT wird im Zuge des Deals 4 Specials ausstrahlen. Dave Meltzer zufolge kassiert AEW offenbar etwa 10 Millionen US-Dollar durch den neuen Deal. Die TNT Championship soll trotz des Wechsels auf TBS ihren Namen behalten.